Hallo und willkommen zurück zu Super Mario 64. Dies ist der 10. Part und ja, im letzten Part haben wir ein bisschen gefailt, was die 8 roten Münzen angeht. Und die versuche ich heute natürlich nachzuholen. Aber ich denke mal, ich mache erstmal alle anderen Sterne da drin. Einfach weil, ja, vielleicht fällt mir ja auf, wo die andere Münze noch rumliegt. Oh, ich kann sie gar nicht anwählen. Das dürfte aber der Buhu oben auf dem Dach sein, den man hier oben schön sehen kann. Da oben geistert er rum. Macht dich auch mal unsichtbar, wenn ich da oben gucke. Ah. Der, ja, der war ganz einfach ganz gut, genau. Dürfte echt ganz schnell gehen. Wobei, ich glaube, ich komme noch nicht mal an einer, irgendeiner roten Münze vorbei. Na gut. Muss ich halt dann doch noch suchen. Ja, ich hab ein bisschen überlegt gehabt, ob ich vielleicht nochmal nachgucken soll, also privat hier oder halt ein Walkthrough. Aber ich komme mir ein bisschen blöd vor, wenn ich für Super Mario 64 eine Hilfe zur Hand nehme. Ich weiß nicht. Soviel ich weiß, landet dann der Stern oben auf dem Dach und dann muss man erstmal wieder irgendwie hochkommen. War das Dach überhaupt dafür gedacht, dass man da hochläuft? Muss ja wohl. Ja gut, das ist möglich. Wow, bleib, Mario! Was machst du denn? Boom. Das war überhaupt nicht geplant. Okay, man kann hochlaufen und hat dann viel Zeit. Spring! So. Nein! Okay. Fail. Komm, geh hoch, Mario. Geh hoch. So, jetzt ganz gemütlich den Stern holen. So. Warum mache ich einen Weitsprung da oben? Meine Güte. Habe ich jetzt wirklich gedacht, Mario springt so hoch, dass er den Stern dabei erwischt? Nee, nee. Fängt ja gut an. Aber egal, wir haben den Stern ja. So, jetzt geht's wirklich an die 8 roten Münzen. Jetzt bin ich schon mal gespannt. Dann gehe ich direkt mal erstmal alle ab, die ich sowieso weiß. Was ich auf jeden Fall, was ich 100% weiß, ist, es gibt keine roten Münzen außerhalb der Villa. Und es gibt auch keine unten im Karussell. Also irgendwo war ich vermutlich einfach nur blind, was es angeht. So. Holen wir uns mal hier die erste. Komm. Machen wir Platz. Die erste. Eieiei. Hier sind auch noch zwei drin. Ich falle aber auch immer wieder drauf rein. So, Nummer 2 und Nummer 3. Da hinten drin waren ja nur die zwei Behus ohne irgendwas. Hoffe ich. Ja, das werde ich dann gleich nochmal. Hier gibt es gar nichts. Komm raus. Da muss ich ja oben rein. Ja gut, lauf mal ein bisschen außenrum. Nicht runterfallen. Ja, so ist schön. Ich finde es auch lustig, wie die Brücke gleich wieder respawnt. Nein! Bisschen zu früh die Stampfattacke eingesetzt. Ach ja. Spring doch. Aus dem Wasser. Ajo. Gott, ey. Ich stelle mich schon wieder an. Ja, also hier ist definitiv keine rote Münze. Das weiß ich 100%. Ich meine, hier gibt es ja nur den Keller hier und danach und das Innere vom Karussell. Und da hat man ja nichts gesehen, wo ich einen Stein geholt habe. Bin ja auch locker einmal, mindestens einmal um 63 Grad um das Karussell herumgelaufen. So, also die eine Münze habe ich jetzt noch nicht eingesammelt. Das müsste dann Nummer 4 sein, genau. Lass mich hier mal hoch. Vielleicht soll ich auch nicht so hektisch hier entlang gehen. Weil, ja. man muss es dann einfach nur doppelt machen. So, gehen wir am besten mal die Tür rein, weil das ist dann näher dran. So. Münzer. Geist ignorieren wir. Nummer 4. Und dann 1 hoch.
dürfte eine Münze hier drin sein, genau. Nummer 5. So, ja, so. Nummer 6 und 7 war ja eine in, bei den... So, bei den Särgen. Die waren noch hier drin. Hier irgendwo. Genau. Upp. Oh. Okay. Warum? Warum habe ich das letzte Mal nicht gesehen? Geht auf. Gib mir die Münze. Warum? Ich dachte, das geht nicht auf. Vermutlich, weil... Ja, toll. Ich bin beim letzten Mal hier außen rumgelaufen. Und deswegen ist es da nicht aufgegangen. Ich hätte mal nochmal durch die Mitte laufen sollen. Ich hätte mir so viel Zeit sparen können. So, jetzt nochmal einfach nur die letzte Münze. Komm, gib die her. Die ist hier um die Ecke. Gib sie her. Ihr seid mir egal. Oh Gott, ey. So viel Zeit hätte man sich sparen können. Nur weil ich dachte, dieser eine, dieser anderen Särge gehen gar nicht erst auf. Ups. Ich wollte einen Weitsprung machen. Ob ich es schaffe? Ja, geht doch. Ups. Aber natürlich am Stern vorbeispringen. Eieiei. Ah, damit haben wir die Welt endlich abgeschlossen. Wie lange hat's gedauert? Also zumindest was die roten Münzen angeht. Ja, und wir sind gut in der Zeit. Da können wir ja direkt eine neue Welt anfangen. Und ich denke, ich gehe einfach mal in die Lava-Lagune. Weil auf die Wüste habe ich noch gar keine Lust. Bin ich ganz ehrlich. Weil, ja, keine Ahnung warum. Ich mag die Lava-Lagune einfach lieber. Die geht auch relativ schnell, so viel ich weiß, und hat auch den einfachsten rote Münzenstern. Weil, ja, alle auf einem Fleck sind. Ist natürlich... Oh. Gibt es denn nochmal einen Stern? Weil der war ja beim letzten Mal weg. Als wir einmal eingesammelt haben. War das jetzt... Ich weiß gar nicht, gab es wirklich zwei Hasen hier? Achso, dann würde mir bestimmt gleich sagen hier, dass ich den Stern schon habe. Wow. Ich bin doch genau in die Richtung gesprungen. Wieso hat er nicht festgehalten? Mario, Mario. Kommst du jetzt her, du Vieh? Jetzt geht er wieder nach rechts, genau. Und hier habe ich ihn letztes Mal bekommen. Ja, passt doch. Ich habe irgendwie ein Déjà-vu. Nein, 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 nicht schon wieder. Ich habe jetzt wirklich keine Zeit, über Sterne zu quatschen. Hier, nimm ihn und lass mich runter. Ich habe doch wichtige Geschäfte zu erledigen. Was genau? Ah, tatsächlich, der hat wirklich noch einen Stern, ey. Damit haben wir unseren 60. Und damit Halbzeit. Ja, sehr schön. Komischer Hase hier. Wie guckt der noch? Oh, ist ganz traurig. Weil er keinen Stern mehr hat. Ach, egal. So, was ist der erste Stern hier? Werfe Big Bully in die Lava. In der Lava-Lagune, mache ich doch gerne. Oh. Sei nicht schüchtern, sondern wehre dich, wenn jemand versucht, dich von einer Plattform zu schubsen. Sonst steigt die Temperatur. Ja. Besonders am Hosenboden von Mario. Eieiei. Ja, damit sind die Bullies hier gemeint. Nicht um. Ich würde auch mal schlagen wollen. Ich glaube, treten geht einfacher als schlagen. Komm, fall in die Lava. So, da hinten zuckt Bulli. Eigentlich müsste man da jetzt irgendwie relativ weit außen rumlaufen, aber ich... Ja, komm, ich gehe einfach den ganz normalen Weg, bevor ich hier wieder fade. Wow, wow, wow. Aber nicht... nicht aus Versehen in die Lava fallen. Autsch! Autsch, autsch, autsch! Oh, oh, oh. Ja, ich wollte zwar jetzt noch nicht gleich den rote Münzenstern machen, aber ich brauche ein paar Leben. Hei, hei, hei. Oh, nach rechts. Mario, weg vom Feuer. Das ist nicht gut. Und hier ist er schon. Komm. Ich trete dich lieber runter, weil da habe ich bessere Kontrolle. Und da ist er schon, der erste Stern. Also die Welt habe ich wirklich sehr leicht in Erinnerung, bis halt auf den, bis halt auf den Vulkan. Weil da ist nochmal eine eigene Welt, fast schon. Da muss man dann reinspringen und dann von ganz unten nach ganz oben wieder klettern.
Aber ja, sollte halt trotzdem schnell gehen. Ich glaube, jetzt haben ja auch die werfe die Bullis in die Lava. Ja. Das ist quasi derselbe Stern, nur dass er ein bisschen länger dauert. So viel ich weiß. Nee, noch nicht. Also, ab einem bestimmten Stern erscheint hier dann ein Block, wo man dann mit einer Koopa Shell durch die Lava surfen kann. So, das Wort habe ich gesucht. Eieiei. Oh, das war ein bisschen zu knapp. Komm, Mario, hol dir ein paar Münzen. Ja, ich mache halt hier einfach erstmal ein bisschen nach Reihenfolge. Ich meine, die roten Münzen laufen hier nicht weg. Das wird vielleicht sogar der letzte Stern sein, den ich mache. Oder halt wieder mit den 100 Münzen natürlich. Wow, 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 wow. Ich weiß gar nicht, ob man, wenn man in den... Oh, 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 oh. Immer schön am Schatten orientieren. So, der interessiert uns nicht. Ui, das war knapp. Und fast schon... Oh, oh, nicht springen. Ja, die sind ein bisschen zu klein. Und ich mache mit Stampfattacke weg. Wupp. So, komm mal. So, kommt mal ein bisschen näher an die... So, jetzt. Jetzt nur noch du. Und dann kommt danach einfach nochmal so ein großer Bulli. Deswegen habe ich gemeint, dass es fast derselbe Stern ist. Ein bisschen unkreativ. Aber okay. So, und wo landet der? Der müsste doch genau hier auf der Plattform landen. Ja, gut. Oh. Ich sollte aufpassen, was ich mache. Ah, ja, wenn man immer versucht, auf spektakuläre Art und Weise den Stern einzusammeln und dabei dann trotzdem daneben springt, ist das da nicht unbedingt, ja, fördernd, würde ich mal behaupten. So, wenn jetzt die... Oh, gut, okay, dann... Wenn das Spiel das so will, dann mache ich das auch. Obwohl... Na, ich mache das einfach. Dann sammle ich die halt trotzdem mit dem... Oh, oh, wo? Was? Oh, die schießt eine Kugel, okay. Habt ihr das gerade gesehen? Ich bin irgendwie durch die... durch die Brücke gerutscht und dann habe ich mich an der Brücke festgehalten. Sehr komisch. Oh ja, richtig schwer. Ich bin fast schon beansprucht. In meinem Skill. So. Hm, ob der Stern jetzt den Zeitrekord von dem anderen in der, Gott, ich schon Namen, in der Wilde Wasserwerft gebrochen hat? Müsste man mal nachprüfen, was die Zeit angeht. Tanz auf dem Baumstamm. War der Vulkan wirklich der letzte? Hm. Und dann wann erscheint jetzt diese Koopa-Shell? Ich brauche die. Also es hilft mir zumindest, was den, was die 100 Münzen angeht. Hm. Oh. Springen. Baumstumpf. Ich weiß gar nicht mehr, ob der jetzt irgendwie von der... vom Gleichgewicht her... Hier kann ich drauf stehen bleiben, ohne dass es absinkt. Ja. Oh, 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 oh. Spring, spring, spring. Oh, 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 oh. Wow, 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 wow. Da soll ich vielleicht mal... Hallo, Kamera, dreh dich. Wow, wow, wow. Das heißt, jetzt noch einmal in die Lava fallen, das war's. Ein bisschen vorsichtiger sein. Okay, also hier müssen wir rüber. Dann bewegen wir uns mal relativ schnell und trotzdem langsam. Komm, 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 komm. Und springen. Ja, gut, okay. Ja, von anderer Seite kommt man hier nicht durch. Sieht man ja schön alles mit Gitter drumrum. Na, haben wir den Stern. Hat sich ja schon fast die Kamera nicht bewegt eben. Hatte irgendwie Angst, sich zu drehen. So. Ja, also, wie ich gesagt habe, die Welt ist sehr schnell beendet. Erkunde den Vulkan. Habe ich vor. Jetzt ist der Block da. Okay. Dann können wir auch gleich mal nutzen, um eine Abkürzung zum Vulkan zu schaffen. Weil, wie wir alle wissen,
Koopa Shells sind resistent gegen, oh, das war schon fast gewonnen, fast Skill. Sind Koopa Shells, hier immun gegen Lava, das wollte ich sagen. Oh, hier unten sind auch noch ganz, relativ viele Münzen. Ich weiß leider nicht genau, wie viel, oben sind. So, runter mit dir. Hier ist eine kleine Falle, die interessanterweise viel früher losgeht, als man dran, als man hinläuft. Ist ja trotzdem ein bisschen überraschend, wenn man es zum ersten Mal sieht. Muss man hier aufpassen. Also das sind die typischen Jump'n'Run-Einlagen, die man in anderen Spielen hasst. Besonders wenn es eine schlechte Sprung, eine Sprungtechnik gibt. Ich kenne da zum Beispiel ein Spiel, das nennt sich Rocket Robots on Wheels. Da gibt es nur sowas wie Doppelsprung, Kamera. Oh, ich wollte eigentlich auf das andere springen. Aber so geht's auch. Und damit den Stern. Passt doch. Also ich hab mich schwerer in Erinnerung vorgestellt, als es am Ende ist. Was war denn jetzt nochmal der letzte Stern? Oder haben wir jetzt schon alle 6 Stück bis auf den Münzstern? Bin ich jetzt schon wieder so verpeilt? Gewinne im Vulkan an Höhe. Es gibt im Vulkan 2 Sterne. Okay. Das habe ich nicht mehr auf dem Schirm. Aber gut, dann gehen wir halt nochmal rein. Soll ja kein Problem sein. So, und wieder rein da. Oh. Oh, oh, oh. Mario. Ja, wenn einem der Hintern brennt, spring in den Vulkan. Ach so, dann gibt es hier dann auch noch einen zweiten Weg. Oh, oh, das war knapp. Da war schon Mario mit einem Fuß in der Lava. Ja, aber muss ich jetzt hier einfach nur auf dem Ding sitzen bleiben und hoch? Oder gab es da noch einen höheren Schwierigkeitsgrad? Die Kamera lässt sich natürlich nicht weit drehen. Wo geht's denn? Oh. Okay, man muss zumindest immer von Plattform zu Plattform springen. Das ist also die Schwierigkeit dabei. Muss ich mich hier festhalten? Ich glaube fast schon, ja. Oh. Das habe ich echt nicht mehr in Erinnerung. Krass. Muss ich ein bisschen aufpassen. Hier jetzt gleich mal hoch. Eieiei. Und hier. Oh, ziemlich knapp. Aber fast. Direkt auf dem Stein gelandet. Sehr schön. Nee, das habe ich echt nicht mehr gewusst, dass es 2 Sterne dran gab. So, Route 66. Und, tja nun, ich hoffe die Zeit passt jetzt noch. Ich nehme am besten einen der letzten Sterne, damit auch der, dass die Koopa-Shell da ist. Und dann gucke ich mal, dass ich jetzt so schnell wie möglich die 100 Sterne, die 100 Münzen zusammenkriege. So. Ich glaube, mit der Koopa Shell kann man sehr leicht die Bullies wegkicken. Oh, na gut, den lasse ich jetzt einfach mal sein. So, da werden mich einfach mal alle... Ach ja, hier konnte man sogar fliegen, habe ich gerade gesehen. Habe ich aber, glaube ich, noch nie gemacht. Ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt irgendwie... Ups, oi, oi. Ich muss natürlich aufpassen, dass ich aus Versehen die Koopa Shell verliere. Ei, ei, ei. Ups. Da ist noch eine. Oh. Nein, nein, nein. Geh nach. Dreh dich. Komm, hol dir die letzte Münze. Und da sind jetzt auch nochmal andere Münzen gespawnt, weil sich das Puzzle von selbst gelöst hat. Oh. Nein. Oh, Mist. Nicht auf den Stern. Nein. Mario. Ei, ei, ei. Jetzt brauche ich unbedingt Münzen. Ich frage mich, ob die Koopa Shell respawned ist. Autsch, was war das denn jetzt? Voll weit weggeflogen. Komm, geh in die Lava. Deine Münze. Ja, damit. Dankeschön. Oh, oi, oi, das war knapp.
So, auf diese Plattform hier. Sind auch noch Münzen drauf. Runter mit euch. Ich brauche eure Münzen. Aber jetzt mal nur eine ist. Was sind... Paul, habt ihr das gesehen? Da fällt die Münze einfach nicht auf die Plattform, sondern einfach ganz weit oben. Ganz wieder in die Lava rein. Die habe ich gekriegt. Komm, weg mit dir. Weg. Kommt der Boot natürlich. Aber den ignorieren wir mal gekonnt. Wow. Wow. Boah. Ja, gut. die Stampfattacke gerettet. Boah, die Kiste will ich nicht einsammeln. Oh, das war ein bisschen zu knapp. Aber hier gibt es gut und viele Münzen. Und ja, passt. Ich habe auch, glaube ich, das Auge da hinten übersehen, ja. 62 haben wir schon. 67. Da muss man noch rüberspringen können. Geronimo! Ja. So, also. Diese hole ich mir nicht. Das ist mir ein bisschen zu gefährlich. Dieser springende. So wie es aussieht, muss ich doch in den Vulkan. Aber das mache ich erst, wenn ich die. Hallo? Wieso? Oh! Das habe ich auch nicht mehr gewusst, dass der Vulkan ausbricht. Eieiei. Hallo? In Ruhe. Oh! Komm mal, ich bin darüber. Oh, das war ein bisschen zu knapp. Eieiei. Oh, gut, das war knapp. Ich habe schon gedacht, ich schaff's nicht. Das Auge hat hier noch eine blaue Münze. Und dann gehe ich, glaube ich, in den Vulkan rein. Ich hoffe, dass da wirklich 15 Münzen drin sind. Weil nicht weiß ich mir den Arsch. Komm, gib mir deine Münze. So, 84. Wo waren noch Münzen? Aber ich gehe mal kurz nach hinten und guck, ob... Da hängt der Bulli immer noch fest. Da weiß gar nicht, wo es lang geht. Nee, da ist nichts. War da hinten noch was? Da, wo die Flugkappe ist. Sind da noch Münzen? Nee, okay. So, lass mal gucken, ob ich hier irgendwie passend fliegen kann. Also hier, die habe ich, glaube ich, wirklich noch nie benutzt. Ist hier irgendwo noch Münzen? Hm. Da hinten welche? Ne, da ist nur ein Leben. Eieiei. Wo waren denn hier jetzt noch Münzen? Kann man den eigentlich so rammen? Ajo, okay. Aber... Das hat er nicht gerne. Kann ich auch gut verstehen. Dam, da, dam, da, dam. Boah, ich habe irgendwie das Gefühl, dass es ein Fehler ist, wenn ich jetzt in den Vulkan gehe und... Oh, er bricht aus. Au! Eieiei. Hm. Komm, die 100 Münzen waren doch hier eigentlich auch kein Problem. Oh! Der ist gerade von selbst in die Lava gefallen. Haben wir da Münze? 85. 85. Ich hoffe wirklich, dass im Vulkan genug Münzen drin sind. Dann habe ich ein Problem. Oder ich habe jetzt ein Problem, wenn ich noch einmal in die Lava falle. Komm rein da. Hey, hey. Was mache ich denn für Sachen? So, dann hoffen wir echt mal, dass das reicht. Noch 10. Komm, das reicht doch. Ich frage mich, ob ich den passend in die Lava werfen kann, dass ich noch eine Münze von ihm bekomme. Oder eher... Hallo? Bulli? Jetzt hängt er da in der Wand drin. Was? Ah gut, er ist wieder rausgekommen.
Hängt er da einfach an der Wand drin? Komm, jetzt flieg endlich runter. Lass mich mal raus hier. Nein! Gut, das gedacht, ey. Komm ich da gar nicht mehr raus. So, jetzt. Komm. Ich glaube, es ist zu tief. Nee, leider nicht. Unnötig Zeit verschwendet. Da unten ist auch noch eine Münze, falls es knapp wird. Hier sind noch. Ja, das reicht. Oh, puh. So, da haben wir ihn. Komm, spring, 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 spring. Passt. Da haben wir auch noch die Welt auch abgeschlossen. Und ich habe mal den Paten wieder ein bisschen in die Länge gezogen. Oh, 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 oh. Aber wir sind ja fertig. Dann können wir rausgehen, so. Nee, ich wollte raus. So. Okay, damit sage ich dann danke fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen und dann bis zum nächsten Part. Ciao, ciao.